Hola amigos, ¿cómo estáis? Herzlich willkommen wieder bei mir, bei Michael auf meinem Kanal auf Gran Canaria. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und ein bisschen Zeit mit mir hier verweilen wollt. Zurzeit haben wir es hier wieder mal etwas wärmer, aber solche Temperaturen, wie ich euch hier mal kurz einblende, wo wir die Fotos gestern gemacht haben, haben wir schon früher gehabt. Immer wieder mal kommen sie vor, also nichts Besonderes, nichts mit Klima zu tun. Also keine Panik auf der Titanic. Das Video hat jetzt etwas auf sich warten lassen, aber aus gutem Grund. Nicht, weil das, was ich mir bestellt habe, so lange brauchte, bis es hier auf die Insel ankam. Nein, das ging sogar recht schnell. Aber ich wollte das Produkt erstmal ausprobieren, um es euch jetzt vorzustellen, ob es denn auch tatsächlich funktioniert, wie es vom Hersteller propagiert wird. Es handelt sich um ein Zubehör, das einige von euch vielleicht schon kennen, für die Zippos. Aber vorweg erstmal ein ganz großer Dank nochmal an einen lieben Menschen, der mir zwei neue Feuerzeuge hat zukommen lassen, die ich euch hiermit auch gleich vorstellen möchte, weil sie zu diesem Thema hervorragend passen. Und auf diesem Wege nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Muchísimas gracias, amigo. Si tú estás viendo por si acaso este video. Muchísimas gracias por tus bonitos regalos. Los dos mocheros me van a acompañar seguramente hasta el resto de mi vida. Son muy bonitas y me gustan mucho. Muchísimas gracias. Ja, ich habe mich nochmal ganz herzlich bedankt bei meinem Freund für die beiden Geschenke. Worum handelt es sich? Ja, ich zeige euch erstmal mein altes Zippo, das ich mir vor ein paar Jahren gekauft habe. Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren war das. 2 Jahre war das, glaube ich, her. Und jetzt das neue Stück, was dazugekommen ist. Ich hoffe, ich blende euch dann auch noch immer wieder Fotos von den Einzelheiten ein. Dieses Zippo ist ein, wie ihr seht, normales Zippo, in Parenthese, wie man es halt kennt. Kein Pfeifen-Zippo, aber man kann es trotzdem hervorragend verwenden, wie es ja viele von euch auch machen. Es ist mit Benzineinsatz und funktioniert hervorragend. Wollen wir gleich mal ausprobieren. Hervorragend, ja. Da ist es. Es brennt. Und es hat hier ein wunderschönes Wappen und daher auch gleich mal eine Frage gerichtet an die, die vielleicht ein Feuerzeug wie dieses haben oder wissen, was dieses bedeutet. Es scheint mir irgendetwas Militärisches zu sein, vielleicht, also Airborne ist es nicht, vielleicht Luftwaffe oder irgendetwas von den Vereinigten Staaten, weil es ist ein Adler mit einem Symbol in der Mitte, Schwingen mit dem Symbol. Ich habe gegoogelt, aber ich habe leider nichts gefunden. Die Daten, die blende ich mal euch oben ein, sind F Römisch 6, Zippo, Bradford, Pennsylvania. Und ich habe dann hier auch mal für euch die Tabelle, die Zeitentabelle, da könnt ihr sehen, dass das F Römisch 6 das Produktionsjahr 1990 ist. Also schon ein Zippo der älteren Generation, hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Es wurde aber nie gebraucht, es ist brandneu. Ich habe es halt erst trotzdem nochmal befüllt, einen Feuerstein reingemacht, weil keiner drin war, und es ausprobiert und wie ihr seht, es funktioniert tadellos. Also falls einer weiß, ich blende es hier nochmal ein, dieses Wappen hier, was das bedeutet, unter welchem Titel dieses Zippo verkauft wurde, ich wäre super glücklich, wenn mir das einer unten in die Kommentare halt reinschreiben könnte, weil ich habe leider nichts gefunden. Wie gesagt, es ist aus dem Jahr 1990. Ja, und das andere Feuerzeug, was zu mir gekommen ist, ist dieses wunderschöne Stück. Wenn ihr das so seht hier, es ist herrlich gemustert, scheint in der Sonne und ist auch nagelneu. Wie alt es ist mindestens, ich erzähle es euch gleich, weil es ist, man sieht es hier, kein Zippo. Aber es ist ein Pfeifenfeuerzeug. Genial, ich war freudig überrascht. Wenn man jetzt die beiden mal nebeneinander hält, ein Zippo, das Zippo und
Das neue Feuerzeug, das ich euch gleich sagen werde, das neue ist etwas höher und ihr seht, na, kommt's hin, es ist ein bisschen, ja, man sieht sich im Foto, sieht man es, was ich euch einblende, wahrscheinlich besser, es ist ein bisschen schmaler, also etwas länger, etwas schmaler, vom Gewicht ist es ungefähr gleich, ich habe jetzt das nicht genau ausgemessen, also das interessiert mich dann doch nicht so sehr, aber es handelt sich, ich blende euch das hier ein, damit ihr es ja auch besser lesen könnt, um ein Falcon Nimrod aus London, England. Ist dann auch die Registrierungsnummer angegeben und das Patent mit angegeben. Ich habe mich da mal auf den Weg gemacht, weil ich kannte solch ein Feuerzeug noch nicht. Und vor allen Dingen diese Art, dass es ein Pfeifenfeuerzeug ist. Ich dachte halt, dass Zippo diesen Einsatz dort erfunden hat. Aber nein, dem ist nicht so, weil das war Nimrod. Da hole ich mal hier mein schlaues Büchlein raus. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, damit ich nichts Falsches sage. Und zwar ein gewisser Ashley F. Ward hat 1908 Schraubenprodukte im großen Stil hergestellt. Und der ist dann auf die Idee gekommen, aus diesen Schraubenprodukten ein Pfeifenfeuerzeug herzustellen, das auch einige von euch besitzen, wie ich meine. Und ich habe das schon mal bei einigen von euch gesehen, ein sehr originelles Pfeifenfeuerzeug. Ich blende euch hier mal ein Foto ein, zusammen mit dem Foto, wo auch das Feuerzeug, was ich geschenkt bekommen habe, mit abgebildet ist. Und zwar erfolgte 1946 die Anmeldung dieses Schraubenpatentfeuerzeuges, dass man halt so auseinanderzieht und dann dabei das Reibrad reibt und die Flamme dann entsteht und man es dann über die Pfeife halten kann und die Flamme einsaugen kann. Also es funktioniert wohl hervorragend, weil es wurde zigfach verkauft. Und dann im Jahre 1947, ein Jahr später, kam dann das sogenannte Nimrod Commander, und zwar dieses System hier auf dem Markt. Und zwar ist das das gleiche System wie das Zippo-System, das halt das Innenleben, wo der Tank drin ist, mit einer Außenschale, die jeweils dann halt geschmückt wurde. Hier gab es halt nur dieses und ein paar andere, ganz wenige Designs, nur nicht so variativ wie bei Zippo. Das ist hier das wohl bekannteste Modell auf dem Markt. Wie gesagt, 1947, jetzt könnte man meinen, das ist eine Kopie oder eine versuchte Kopie von Zippo. Nein, das ist es nicht, weil dieses System bereits 1932, also vor 1932, verwendet wurde für den Beatty Jetleiter und auch von anderen Marken bereits verwendet worden ist. Also Zippo das nur verbessert hat, dieses, oder für sich verbessert hat, dieses Patent. Jedenfalls hat Nimrod diese Produkte bis wohl voraussichtlich, wie ich erkunden konnte, 1988 hergestellt, diese Commander-Feuerzeuge. Und dann wurde die Produktion eingestellt und von einem anderen Unternehmen übernommen. Erst wurden sie in Amerika hergestellt und dann in London. Meins wird also wahrscheinlich dass London graviert ist, aus den letzten Jahren herrühren. Leider kann man nicht wie bei Zippo das genaue Produktionsjahr nachvollziehen, weil die Firma von Ashley leider keine Registrierungsnummern-Tabellen angefertigt hat, weil die Referenznummer und Registrierungsnummer sowie die Patentnummer bei allen Feuerzeugen dieselbe ist und bei allen das gleiche eingestempelt wurde. Egal in welchem Jahr, welchem Monat es hergestellt wurde, sodass man leider das Jahr bei diesen Feuerzeugen nicht bestimmen kann. Also es ist mindestens, ja, als letztes Feuerzeug 1988 hergestellt worden oder früher. Also auch schon ein altes Stück, war auch noch nie im Gebrauch. Der Unterschied zum normalen Zippo ist, abgesehen von der Größe und dass es etwas schlanker ist und etwas höher, der Deckel hier, man kann ihn nicht so aufmachen, es ist also nicht dieses tolle Klick-Effekt wie dort. Man kann ihn so hochschieben, dann geht er auf und man sieht, es steht.
So, da war eine kurze Unterbrechung. Die Kamera hat wahrscheinlich auch einen Hitzeschlag bekommen. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Öffnungsweise des Feuerzeugs. Hier also senkrecht. Und beim Zippo halt, wie wir es kennen, geht es fast im rechten Winkel runter, der Deckel. Zippo ist insoweit, was den Deckel angeht, praktischer. Man kann ihn leichter öffnen. Er ist auch nicht im Weg, sag ich mal. Man kann nicht sagen im Weg, aber es ist doch ziemlich dicht an der Flamme dran, der Deckel. Wenn man das Ganze anmacht, dann kann ich auch hier, ich mache zwar halt hier auch den Deckel so auf, aber wenn ich das dann hier versuche, oh, es klappt diesmal. Wunder. Geht also doch. Wahrscheinlich hat der Docht sich jetzt so richtig eingebrannt, weil gestern, als ich das erste Mal das Feuerzeug verwendet habe, da brauchte ich zigmal, ehe es anging. Meine Frau hat dann den Docht ein bisschen ausgerichtet, da ging es nach dem dritten Versuch dann an, und so viele Versuche brauchte ich auch jedes Mal, wenn ich es wieder anmachen wollte. Jetzt, mal schauen. Ja, oh. Jetzt geht es wieder nicht, siehst du? Muss ich so machen. So musste ich es auch gestern machen. Also das ist etwas, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe einen neuen Feuerstein drin. Vielleicht muss ich es noch ein bisschen mehr ausjustieren. Aber das gefällt mir beim Zippo etwas besser. Wenn auch mir hier dieses tolle, alte, finde ich schon nostalgische Design des Feuerzeugs gefällt. Mit auch diesem schrägen Kopf hier. Zündkopf ist, wo das Rad untergebracht ist, schon herrlich. Finde ich, ein tolles Feuerzeug, wird mir bestimmt gute Dienste leisten. Und gestern, wie gesagt, habe ich es erstmal ausprobieren können. Da möchte ich euch auch in einem kurzen Schnipsel mal dran teilhaben lassen, weil gestern endlich konnte ich mein erstes Pfeifchen wieder rauchen. Das hat ja lange Zeit gedauert. Hier ein kleines Foto, was meiner Frau gemacht haben, als wir in einer Bar saßen, als ich mir mit dem schönen Nimrod halt hier das Pfeifchen anzündete. Bei dem Pfeifchen blende ich euch auch ein, handelt es sich um die Barling Very Finest, die ich euch auch schon mal in einem Video vorgestellt hatte. Ein wunderbares Pfeifchen, rauchte sich hervorragend, gefüllt hatte ich es mit einem leichten Tabak, und zwar, ich will mich erstmal wieder langsam herantasten, geringer Nikotingehalt und ein ganz leichter dänischer Aromat, den ich auch noch nicht kannte. Ich blende ihn euch hier ein. Über diesen leckeren Tabak, das nehme ich schon mal vorweg, von John Aylesbury, werde ich euch noch ein Review bringen. Ich werde ihn erst einfach mal ein paar Mal rauchen, ob der erste Eindruck sich auch bestätigt, weil meine Geschmackspapillen müssen sich erstmal wieder auf all diese schönen Genüsse einstellen, langsam. Also Review wird kommen über den Tabak. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es hat mir jedenfalls, wie ihr an dem Videoschnipsel sehen könnt, sehr gut geschmeckt. Ja, die Pfeife hat auch sehr, sehr lange gebraucht. 1,5 Stunden habe ich an dem Pfeifchen gebraucht. So lange habe ich eigentlich selten für ein Pfeifchen von diesen kleinen Dimensionen wie dieser wunderbaren neuen Pfeife, die ich dort angezündet habe, gebraucht. Normalerweise ein Stündchen, dreiviertel Stündchen, 1,5 Stündchen. Das sind schon die großen Klopper, die ich habe, die ich dann halt damit verbringe. Und dann auch noch mit einem Flake. Aber hier mit solch einem leichten, flockigen Tabak wie dieser, bin ich eigentlich schneller bei. Das heißt also, ich habe mit aller Ruhe ganz, ganz langsam genossen. Ja, zum weiteren eigentlichen Thema, das waren die Feuerzeuge abgeschnitten. Mein erster Rauchvorgang. Ihr seht, es ist einiges zu erzählen. Jetzt zu der Sache, die ich mir bestellt habe. Da bin ich durch den lieben Lester drauf gekommen, durch Redcords Return. Er hat sich, glaube ich, schon vor 2-3 Jahren mal vorgestellt. Was uns alle lästig ist am Zippo, muss man leider sagen, ist das schnelle Verdampfen des Benzins, weil ich benutze Benzin und kein Gaseinsatz. Wenn schon Zippo, dann richtig Zippo. Aber auch bei mir hält das längstens, wenn ich es im Gebrauch habe, eine Woche, und dann kann ich es nachfüllen. Da ich das Zippo hier auf der Insel sehr, sehr viel im Gebrauch habe, bei dem Wind draußen grundsätzlich das Zippo, habe ich halt einen sehr hohen Benzinverbrauch, und das hat mich halt immer geärgert. Ja, dann habe ich mich halt jetzt in der letzten Zeit halt mal ein bisschen damit beschäftigt und habe dann auch etwas gefunden, was dann zu mir gefunden hat. Was ich euch jetzt vorstellen will, das ist halt diese Dichtung. Ich blende euch dann hier Fotos ein, damit ihr das besser sehen könnt. Kann man hier so schön öffnen.
wie ihr jetzt hier an den Fotos seht, ist, das ist ein Gummiprodukt, flexibel und ist genau für die Größe der unteren Öffnung bei Zippo für den Tank gedacht. Passt, wie ich euch hier auf den Fotos zeige, hervorragend bei den Zippos rein. Man nimmt halt diese Wattebautsch, ich habe es erst falsch gemacht, ich habe die Watte halt rein, dann die also Zippo-Abdeckung, diesen dicken Filz, und dann das erst drauf gepresst und dann guckt, ging das nicht ganz drauf. Ich dachte, nee, das passt doch nicht von den Dimensionen her, bis ich erst auf die Idee komme, dem Lack, du musst den Filz rausnehmen und das rein und dann saugt dich das regelrecht fest und passt da vorne rein, weil man kann es ja dann auch durch dieses Loch, da bringt dieses Befüllungsloch, bringt nicht das Befüllungsloch, das hier nicht das Befüllungsloch, sondern das ist das Schraubenloch von dem Feuerstein halt hier, dieses Loch halt hier. Und das Befüllungsloch, da muss man halt die Kappe hier aufmachen und dann hat man das Befüllungsloch hier. Und nebenan hat man noch eine kleine Rille, das finde ich halt auch genial. Da kann man noch einen Feuerstein mit reinbringen, den man dann halt dabei hat, weil es mir schon des Öfteren vorgekommen, dass ein Feuerstein aufgebraucht war. Ja, Benzin war noch drin. Aber kein Feuerstein mehr, ich hatte keinen Ersatz damit, ja, dann saß ich da habe ich halt dazu mein Bic, was ich immer noch mit dabei habe, falls mal was nicht klappt mit dem normalen Feuerzeug, halt die Pfeife angezündet, aber das kann man halt dadurch auch vermeiden, super toll, es passt erstklassig rein, lässt sich sehr leicht einbringen, es schließt hervorragend, man kann einfach durch das Befüllungsloch das Benzin einfüllen und hat noch sogar einen Reservefeuerstein mit dabei. Das habe ich jetzt in alle drei Zippos gebracht. Das Produkt wird in Zweierpackung, Viererpackung und ich glaube in Achterpackung verschickt. Ich packe euch den Link halt da, wo ich es bestellt habe, rein. Dann könnt ihr euch das angucken, wo es kommt. Bisher natürlich aus China. Aber ich bin von diesem Produkt vollauf begeistert. Kostet einen absoluten Spottpreis. Wie gesagt, könnt ihr dann alles unten anschauen. Je nachdem, welche Verpackungsgröße man nimmt. Es war aus China innerhalb von 7 Tagen hier. Als Dankeschön sind hier noch diese beiden Dochter halt mit dabei, die ich dann für die Zippos verwenden kann. Ein Aufkleber-Smiley war noch dabei. Und eine liebe Karte, Dankeskarte war ja auch noch dabei, dass man dort bestellt hat. Also sehr, sehr freundlich, war nur ein ganz kleines Päckchen halt, was dort ankam, aber es kam sicher und wie gesagt super schnell an. Jetzt das Besondere daran, funktioniert es denn in der Praxis? Ja, es funktioniert. Deswegen hat das Video auch etwas länger gedauert, weil ich es ausprobieren wollte und es hält bis 3-mal so lange. Also nicht nur eine Woche, sondern bis zu 3 Wochen hält jetzt mein Benzin. Also eine Einsparung, die einfach genial ist, muss ich sagen. Es lohnt sich wirklich, sich solch ein Ding zu bestellen und halt sein Zippo damit abzudichten. Ein kleines Manko hat es, weil es ist ja für Zippo gemacht und nicht für dieses Feuerzeug. Ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Hier wölbt sich das leider etwas, weil es natürlich schmaler ist, aber ich habe es trotzdem drin gelassen, weil ich festgestellt habe, es dauert nicht 3 Wochen, aber es hält immerhin 2 Wochen mit diesem Verschluss ungefähr. Okay, muss ich dazu sagen, ich habe ja es gestern erst angezündet, aber halt vor 3 Wochen eingefüllt, habe es zwischendurch mal angezündet. Kann also nicht genau sagen, ob es dann auch, weil es ein bisschen aufgewölbt ist, 3 Wochen hält. Ich würde sagen, es hat, ich gehe von außen einfach nur 2 Wochen, weil es nicht ganz, ganz dolle schließt. Aber ich lasse es trotzdem halt hier drin, weil es halt auch praktisch und sauberer ist, finde ich. Ja, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Ich finde eine tolle Innovation, die schon einige Zeit auf dem Markt ist, aber viele von euch kennen sie vielleicht noch nicht, deswegen wollte ich sie euch zeigen. Auch diese Reserve mit dem Feuerstein fand ich toll. Und dass es flexibel ist, ich glaube, die ersten, die waren nicht ganz so flexibel. Die ersten Sachen, die davon herausgekommen sind, dieses Produkt, ich bin vollauf begeistert. Passt hervorragend jetzt in meine 3 Feuerzeuge und man hat viel Spaß damit. Ja, dann werden wir uns demnächst wieder hier bei mir auf meinem Kanal sehen. Ich musste mich jetzt erstmal mit meinem neuen Programm hier einfuchsen. Das heißt, es ist mein altes Programm, aber ich musste es mir neu runterladen. Es war eine neue Edition. Ich hatte halt eine der ersten Editionen noch auf meinem alten Rechner. Da ich einen neuen Rechner hatte, ist dort alles neu.
ein kleiner Kampf für jemanden, der sich mit diesen mit Computersachen nicht so auskennt. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und sollte es zu technischen Mängeln gekommen sein, so bitte ich das zu entschuldigen. Also, dann bis zum nächsten Mal, bleibt mir auf alle Fälle gesund und genießt den Sommer, so wie er da ist, egal welches Wetter. Und genießt eure Pfeifchen. Euer Michael aus Gran Canaria. Hasta luego, amigos.